Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Im letzten Part haben wir die Südhöhle erfolgreich abgeschlossen und wie schon angekündigt, möchte ich heute ganz gerne ein paar Trainingseinheiten im Makuhita Dojo absolvieren. So, das ist Makuhita Dojo, ein ausgedehntes Training verhilft zu wahrer Stärke. So, die normalen Trainingseinheiten, wie gesagt, werde ich nicht machen, allerdings möchte ich ganz gerne diese vier hier machen, diese Team-Trainings. Und wir fangen an mit Team Tango. Das Team Tango? Du hast dich entschieden. Das Training möge beginnen. Team Tango, U1. Ja, das Ganze läuft hier im Makuhita Dojo generell so ab, dass man immer einen Dungeon hat mit, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht genau, wie vielen Ebenen. Mit ein paar Ebenen jedenfalls, ich weiß nicht, 3, 4, also wirklich nicht sonderlich groß. Wenn man da also richtig trainieren will, muss man die Ebenen eigentlich, ja, gut abklappern. Am besten vor der Treppe einfach stehen bleiben und ein paar Runden verstreichen lassen, dass Pokémon kommen. Beziehungsweise einfach ganz, ganz, ganz viele Trainingseinheiten machen. So oder so kann man dann eben so und so viele Ebenen mit Pokémon, die man machen muss. Und da gibt es natürlich auch Items, die man finden kann. Das heißt, man kann nicht nur trainieren, sondern auch seine Items so ein bisschen aufstocken. Und am Ende kommt dann ein kleiner Bosskampf. Wenn man zum Beispiel das Wassertraining macht, sind da logischerweise nur Wasser-Pokémon. Und als Boss hat man dann, glaube ich, 3 Quapsel, die man bekämpfen muss. Also das ist eigentlich nicht sonderlich schwer, weder die Dungeons selbst noch die Bosskämpfe. Wenn man es vielleicht am Anfang vom Spiel macht, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ich weiß die Level nicht auswendig. Da könnte man ein paar Probleme haben, aber im Laufe des Spiels wird das natürlich immer einfacher, weil man immer höher vom Level her ist. Und gut, wenn man natürlich ein Training macht, wo man im Typ-Nachteil ist, kann das auch ein bisschen knifflig sein. Aber prinzipiell sind diese Trainingseinheiten eigentlich nicht so sonderlich schwer, finde ich persönlich. Allerdings gibt es zusätzlich zu dem Normaltraining und Wassertraining und so weiter eben auch diese, ich sag mal, Team-Trainingseinheiten. Und das finde ich ziemlich genial, dass man hier nochmal gegen gewisse Teams kämpfen kann, weil das hier ist zum Beispiel Team Tango, das Team von Tangolist logischerweise. Und ich finde es cool, dass man gegen Tangolist auch mal kämpfen kann. Warum auch nicht? Ich mag die Idee. Und Team Rumpelfels ist das Team von Georock, das finde ich auch ganz cool. Psyche, das gegnerische Team. Vorsicht, deine Gegner sind zäh. Team Hydro ist das von Turtok und Team Klammer das von Octillery, also alles bekannte Charaktere. Man kennt halt nur die Teammitglieder. Normalerweise nicht, aber zumindest die Anführer. So. Und natürlich, wie ich schon sagte, die sind jetzt nicht so sonderlich stark hier. Also ich glaube, Tangolist hat Level 20 und die Blanas haben irgendwie Level 10 oder so. Also das ist nun wirklich nicht schwierig. Ich habe das Training erfolgreich beendet, ja. Und wir halten ein Ginseng, das finde ich schön. Bekommt man, glaube ich, wenn man alle Trainingseinheiten erfolgreich geschafft hat, alle, sag mal, normalen Trainingseinheiten, dann bekommt man auch so ein Ginseng. Und ansonsten bei diesen Teamtrainings, glaube ich, nach jedem Teamtraining. So, Team Tango hatten wir, dann machen wir jetzt weiter mit Team Rumpelfels. Die sind nämlich auch nicht so stark. Also soweit ich weiß, Team Tango hat den Normalrang. Genau wie Team Rumpelfels. Team Hydro hat, glaube ich, Bronze und Team Klammer Silber oder so. Ich meine, man sieht schon, ne? Mein Ruckzuckhieb ist ja eigentlich nicht so die Überattacke, aber reicht hierfür. So, meine Fixit-Attacke ist ein bisschen stärker geworden. Das kann vielleicht nicht schaden. Hätte ich natürlich auch für Donnerblitz oder was auch immer benutzen können. Mache ich vielleicht bei den anderen Ginsengs auch noch. Wir kriegen ja noch 3 Stück. Dann würde ich sagen, kriege ich noch 1 für meinen Donnerblitz und Jan kriegt auch noch 2 und dann passt das. So, da sind wir auch schon. So, besiege das gegnerische Team. Im Übrigen Ginseng, das sieht dann so aus. Ruckzucki plus 1. Wenn ich jetzt noch 2 Ginseng trinke, steht da Ruckzucki plus 3 natürlich. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber zeigt einfach nur, dass die Attacke ein bisschen stärker ist als sonst. Hep. So, erstmal du. Nur weil ich weiß, von meinem alten Let's Play dazu habe ich auch Ginseng gehabt und mich haben so viele Leute gefragt, warum steht da eigentlich plus 1? Das liegt einfach an dem Ginseng und heißt, dass die Attacke ein bisschen stärker ist. So. Dann will ich weiter trainieren
Und zwar machen wir jetzt das Training von Team Hydro. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, Team Hydro ist schon so Ende Level 30. Also das gerade war eigentlich nur Aufwärmtraining. So, dann werde ich mal eben meinen Donnerblitz fixieren. Weil Ginseng ja nur immer die fixierte Attacke stärkt. Genau, die Attacke, wer kennt sie nicht? So, und die anderen beiden werde ich dann erst trinken, sobald ich mit Jan unterwegs bin. Sonst funktioniert das ja auch nicht. Dass der auch noch ein bisschen was davon abbekommt. So, aber wie gesagt, ich mag das Makuhita Dojo sehr gerne. Ich finde das irgendwie ganz cool, dass jedes Training so ein bisschen anders aussieht. Vor allem das hier finde ich echt schön mit diesem Gras und diesen sehr rosen Blättern hier. Und das Prinzip ist schön, man hat so einen kleinen Dungeon, am Ende so einen Bosskampf, der in diesem Fall jetzt wahrscheinlich sogar gar nicht so ohne ist, vom Level her. Wobei ich sagen muss, vor dem Hydro habe ich eigentlich nicht so die Angst, weil ich habe meinen Donnerblitz. Aber man sieht, glaube ich, schon eindeutig, das ist schon so ein bisschen heftiger. Ein ganz kleines bisschen. Die beiden Zoompacks einfach gleichzeitig hüpfen. Auf jeden Fall habe ich hier eigentlich nicht so viel Angst vor, weil ich ja schon ganz effektiv angreifen kann. Damit ist Turtok schon mal weg. Zoompacks ist auch weg. Und Impergator kriegen wir auch noch hin. Ich habe allerdings Angst vor Team Klammer. Weil ich glaube, die könnten ziemlich böse werden. Die haben nämlich, glaube ich, auch schon Level 45 oder so. So. Weiter geht's. Aber es geht hier echt gerade verdammt schnell. Ich hätte gedacht, wir brauchen dafür irgendwie länger. Aber gut. Gucken wir mal, wie Team Klammer so wird. Was laufen denn hier eigentlich für Pokémon so rum? Lass uns doch mal gucken. Da haben wir zumindest einen Tentacher. Na gut. Ich glaube, ein Mitglied von Team Klammer ist doch ein Tentoxer. Das passt also. Ich kann hier einfach mal so ein bisschen rumlaufen. Wir haben ja noch gut Zeit in dem Part. Kann ich mich hier auch mal so ein bisschen umsehen. Aber Items liegen hier nicht. Ich dachte eigentlich, in dem Training liegen auch Items. Aber vielleicht nur bei dem normalen Training. Das kann natürlich sein. Wir können uns vielleicht auch gleich, wenn wir noch Zeit haben, mal so ein normales Training angucken, wie das dann so ablaufen würde. Warum nicht? Aber wie gesagt, ich mag die Idee sehr gerne. Ich finde, das ist eine gute Sache. Nur ich würde einfach immer empfehlen, in die Dungeons zu gehen und Aufträge zu machen, weil man da nicht nur trainieren kann, sondern auch gleichzeitig noch ein paar Items bekommt als Belohnung oder Geld und der Retterrang steigt. Also das finde ich persönlich irgendwie sinnvoller, als hier im Makuhita Dojo zu trainieren. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das könnt ihr mal machen, Jungs. Wobei, das macht ziemlich viel Schaden. Das finde ich nicht so lustig. Hör auf damit. Zack. Oh, ich habe sogar noch zwei Level-Ups bekommen auf der Ebene, aber Absol ist ganz schön weit hinten vom Level her. Schlitzer. Schlitzer finde ich gar nicht schlecht. Schlicht immer auf Aeroas, würde ich sagen. Das macht nämlich gar nicht so viel Schaden. Und Biss und Raub, das hat immerhin Step und Ruckzucki trifft auf Entfernung. Das finde ich auch immer ganz gut. So. Huch. Friss die Schockwelle. Zack. Ruckzucki plus eins. Das sieht so dämlich aus, aber gut. Noch ein bisschen heilen für Absol. Der hat hier einiges einstecken müssen. Habe ich eigentlich was? Ja, ich habe irgendwas fixiert. Okay. So, dann können wir mal weitergehen. Also wie gesagt, vor Team Klammer habe ich echt Angst. Könnte gut sein, dass das total unbegründet ist, aber... Donnerblitz! Ach ja, du bist ja jetzt schnell. Da war ja was. Schön an Donnerblitz ist, ich müsste mich noch nicht mal zum Gegner hindrehen, weil es einfach alle Pokémon um mich herum trifft. Ich liebe diese Attacke.
Ich vermisse nur meinen Ladungsstoß. Also wenn ich PMD2 spiele und damit Pikachu spiele, hat es immer Ladungsstoß, weil es einfach den ganzen Raum trifft und das ist so praktisch. So in Monsterräumen zum Beispiel. Man muss nur aufpassen, wenn man in einem Monsterraum ist, wo Pikachu vielleicht nicht ganz so viel machen kann. Und es ist der Partner und macht dann Ladungsstoß und weckt dann alle erstarrten Pokémon wieder auf. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So, Team Klammer U3. Besiege das gegnerische Team. Vorsicht, deine Gegner sind zäh. Obwohl Octillery die Anführerin ist, ist Velier das Schlimmste von denen. Für meine Verhältnisse. Das hat nämlich, wie gesagt, Level 45 oder so. Aber die halten echt nicht viel aus. Wow. Also wie gesagt, die haben alle über Level 40 gehabt. Aber die kamen noch nicht mal dazu, irgendwas zu machen. Wow. Das war bitter. Und ich hatte Angst vor diesem Training. Wirklich? Wir können dann auch mal, wie gesagt, ein normales Training machen, um zu gucken, wie das ausschaut. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal Unlicht. Keine Ahnung, wieso. Einfach so. Ich wollte jetzt nichts nehmen, wo ich komplett im Typvorteil bin. Wie gesagt, jedes Training sieht so ein bisschen anders aus. Da haben wir andere Pokémon, die auch, glaube ich, von Ebene zu Ebene ein bisschen stärker werden. Also, es sind ja nicht viele Ebenen, aber ich glaube, die werden ein bisschen stärker. Und am Ende eben so ein Endbosskampf. Ich finde nur, die Trainingseinheiten sind einfach ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Deswegen trainiere ich hier eigentlich nicht so gerne. Aber ich finde, wie gesagt, das Prinzip dahinter cool. Wenn man übrigens Team Blau spielt auf dem Nintendo DS und gleichzeitig Team Rot in dem GBA-Slot vom Nintendo DS drin hat, also quasi beide Spiele gleichzeitig hat, dann kann man quasi das Retterteam, was man hat, sprich in dem Fall jetzt zum Beispiel Raichu und Sumpex, glaube ich, auf Team Blau übertragen und gegen dieses Team hier im Makuhita Dojo antreten. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt, wenn ich jetzt das hier auf meinem, also als GBA-Spiel spiele und dann in meinen DS reinpacke und dann mein Team Blau in den DS-Slot packe, dann könnte ich gegen mein Team hier kämpfen. Mit meinem Team Blau-Team. Was irgendwie ziemlich cool ist, finde ich persönlich, dass man so gegen das eigene Retterteam nochmal kämpfen kann. Ja, meine Gegner sind zäh, das glaube ich im Leben nicht. Aber so sieht auf jeden Fall so ein Bosskampf hier im Makuhita Dojo aus. Ziemlich unspektakulär. Aber wie gesagt, ich habe das Training jetzt eigentlich nicht früher gemacht, weil ich mir gedacht habe, Velie, Level 45 oder so. Nee, ich glaube, das machst du lieber erstmal nicht. War so mein Gedanke dahinter. Aber gut, da habe ich mich wohl ein bisschen geirrt. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Einiges, das kann ich hier vielleicht mal ablegen. Ich habe ganz schön viel Geld hier eingelagert mittlerweile. Ich meine, ich habe fast 43.000 Poke. Es könnte schlimmer sein, aber es ist trotzdem einiges, dafür, dass ich am Anfang eigentlich gar nicht so viel hatte. Dann können wir vielleicht die restliche Zeit des Parts nutzen, einfach mal hier ein bisschen rumzulaufen und uns alles mal so ein bisschen anzugucken, muss auch mal sein. Im Übrigen, man sieht, glaube ich, auch schon an den Missionen, so teilweise sind die schon ziemlich heftig. Wir haben jetzt zum Beispiel hier als Anspruch einen Stern, also noch nicht mal mehr irgendwie A oder S oder sonst was. Und man kann dann hier durchgehen und wenn man Glück hatte, dann da unten bei Belohnung Partnerareal. Im nächsten Part werden wir auch wieder einen Dungeon machen, den man durch so ein Partnerareal freischaltet. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal so ein bisschen gucken, dass ich die Mission irgendwie bekomme. Papa ist noch nicht nach Hause gekommen. Mein Sohn. Tut mir leid, dass du warten musstest. Au, diese Stimme. Achtung. Ha. 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 Meine Güte. Epischer Auftritt. Papa. Mein Sohn, es tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Papa, wo warst du? Ich habe die Welt bereist. Und habe meinen Sohn einfach zu Hause zurückgelassen. Ich bin ein guter Vater. Die Welt ist riesig. Es gibt zahllose Pokémon in der Welt, die wir hier gar nicht kennen. Deswegen warst du weg,
Papa, hast du alle Pokémon gesehen, die wir hier nicht kennen? Natürlich. Wofür hältst du mich? Oh, natürlich, Papa, du bist der Größte. Ja. Ach, naja, ja. Wunderschön, dieser Dialog. Schätzchen, ihr solltet wissen, dass mein Team Klammer inzwischen den Silberrang innehat. Nicht schlecht, hm? Wir überraschen die Leute mit unserer überragender Qualität. Dafür habe ich dich trotzdem gerade platt gemacht. Unser Team Rumpelfels ist für seine Wildheit bekannt. Aber wir haben nur den Normalrang. Wie beschämt. Mein Team Hydro hat den Bronzerang. Wir müssen uns mehr anstrengen. Ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Deswegen habe ich die auch in der Reihenfolge gemacht. Hat hier sonst noch irgendwer was Nettes zu sagen? Was ist denn noch höher als der Goldrang? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch da gibt's noch ein bisschen was. Unser Team hat den Goldrang, aber ich glaube, dass es noch höhere Ränge gibt. Ich hätte auch gerne so gegen Simsalas Team gekämpft. Im Makuhita Dojo. Das wäre auch ganz cool gewesen. Hey, weißt du schon das Neueste über die Ruine? Es heißt, da gäbe es jede Menge Schätze. Ja, da war ich tatsächlich schon. Glaubst oder glaubst nicht? Wenn du die Wände einreißt, gibt es Schätze ohne Ende. Klingt doch super, oder? Ich glaube, Tengolist weiß, wo genau diese Ruine ist. Ja, ich war da schon. Aber danke. Achso, ihr erzählt alle noch was über die Ruine, weil ich ja quasi schon in der Ruine war, aber geflüchtet bin. Und es dementsprechend so ist, als wenn ich nie dort gewesen wäre. Ist ja nett. Ihr habt Belebersamen im Angebot. Ich glaube, ich werde mir gleich ein paar Belebersamen kaufen. Gut. Wie gesagt, im nächsten Part machen wir dann einen Dungeon, den man durch eine Mission freischalten kann, in der man ein Partnerareal bekommt. Darum werde ich mich jetzt mal offscreen kümmern. Welcher Dungeon das sein wird, werdet ihr dann sehen. Ein sehr schöner Dungeon, nicht ganz so groß wie die Südhöhle, aber immerhin schon ziemlich groß. Ich glaube, so 30 Ebenen. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.